Hallo, ich bin Biber von den beleuchteten Brüdern. Ponk ist heute leider nicht da, aber ich muss trotzdem ohne ihn etwas aufnehmen, denn Nintendos neue Konsole Switch ist erschienen. Und mit ihr zusammen vor allen Dingen das angeblich neue beste Spiel aller Zeiten. The Legend of Zelda Breath of the Wild. Sämtliche Reviews haben das Spiel mit Lob überhäuft und gesagt, es ist ein Meisterwerk, nie dagewesen. Nintendo hat sich selber übertroffen, ihr Opus Magnum. Und als großer Zelda-Fan und großer Nintendo-Fan muss ich das natürlich entsprechend zelebrieren. Hat mir gleich heute zum Launch die Konsole gekauft, auch vorbestellt, obwohl ja eigentlich erstmal abgesehen von Zelda, das auch für die Wii U erscheint, gar nicht so viel los ist. Und jetzt werde ich das Spiel natürlich spielen. Ich warte den ganzen Tag darauf. Da ist mir immer wieder was dazwischen gekommen, aber jetzt geht's gleich endlich los. Und wenn ich schon mal ein Spiel so intensiv spiele, was auch noch so gut ist, dann dachte ich mir, kann ich es auch aufnehmen als Let's Play. Normalerweise würde ich das natürlich lieber mit Pong zusammen machen, aber da wir uns nicht so regelmäßig sehen können und ich jetzt bestimmt nicht mit diesem Spiel, man will ja auch diesen Launch Day Hype mitnehmen, abwarte, bis wir uns alle 2 Monate mal treffen, springe ich einfach allein ins Abenteuer. Pong hat seine Konsole überraschenderweise sogar gestern schon von Amazon geliefert bekommen, sodass er selber auch schon mit dabei ist. Nun wird YouTube sicherlich überschwemmt in diesen Tagen mit Zelda-Let's Plays. Es ist also kein Versuch, jetzt hier ganz nach vorne mit den Klickzahlen zu kommen. Das wäre ein bisschen albern. Nichtsdestotrotz werde ich wahrscheinlich sehr viel Spaß mit dem Spiel haben und es mich sehr begeistern. Und da sollen natürlich auch die Zuschauer der beleuchteten Brüder ihre Freude dran haben. Es wird natürlich ein etwas anderes Let's Play sein, denn ich werde möglicherweise einfach viel schweigen. Wenn ich das Spiel jetzt alleine für mich spielen würde, würde ich es ja auch schweigend genießen. Insofern, vielleicht mache ich das aber auch nicht, vielleicht quatsche ich die ganze Zeit, darin bin ich ja auch ganz gut. Das ist das schöne Lösungsbuch. Das ist die Konsole. Damit setze ich mich jetzt vor den Fernseher. Ich werde diese Joy-Cons einfach abmachen. So geht das. Und mit denen dann spielen. Das Ding stecke ich in die Dockingstation. Und jetzt hoffe ich mal, dass auch das Aufnahmeprogramm mitspielt. Ich wünsche euch viel Spaß mit Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild heute am Launch-Tag der Nintendo Switch. Ich habe gerade gesehen, man hat gar nicht alles gesehen auf dem Ausschnitt. Hier, das ist das Spiel The Legend of Zelda. Oh, reflektiert ordentlich. Breath of the Wild. Das sind sehr kleine Verpackungen. Aber sie sind wieder ein bisschen wie früher, nicht so voll geploppt mit irgendwelchen Gebrauchstexten, sondern sehr viele Bilder, sehr schön. Und innen vor allen Dingen ein schönes Artwork von Link am Berg. Die Cartridge fehlt, die Gamecard, die liegt hier drüben. Sie ist winzig klein und tatsächlich, man hat davon im Internet gehört, sie schmeckt bitter. Damit Kleinkinder sie nicht verschlucken und Hunde. Bah, wirklich, ziemlich bitter. Ekelhaft. Zelda, das Spiel schmeckt scheiße. So, und das ist der Karton. Sehr klein ebenfalls. Die Joy-Cons, sehr klein für meine riesigen Patschehände. Aber irgendwie, glaube ich, gewöhne ich mich dran. Vielleicht hole ich mir noch einen Pro-Controller. Und das ist tatsächlich die ganze Konsole selber. Die Switch. Die packt man dann da drüben in die Dockingstation rein. Und dann wird das Bild direkt auf den Fernseher übertragen. Ich habe es mir auch nicht nehmen lassen, mir das fette Begleitbuch zu kaufen. Da werde ich natürlich nicht reinschauen für die Lösung oder für Spoiler, sondern einfach nur, was Schönes jetzt im Regal zu haben und falls man hinterher nochmal alle Bobkins einzeln sich angucken will. Blumen gibt es auch. Und außer der Reihe, auch wenn ich heute alleine bin, zur Feier des Tages ein kühles Bier vom Balkon. Jetzt geht's ins Abenteuer. Ich freue mich. The Legend of Zelda Breath of the Wild.
Das geht so los. Das ist das neue Let's Play von Biber. Link fässt sich nach langem Schlaf an die Haare. Er sucht wahrscheinlich sein Schwert, aber es ist nicht da, Sabbalord. Link kann springen auf den Knopf. Das ist ja ungewöhnlich. Link kann schnell laufen über Tische und Stühle. Und er kann auch Dinge zeigen, die gar nicht da sind. Ja, aufregend. Kurzes Intro. Wenn man auf Plus drückt, sieht man die Controls. Tatsächlich ein Jump-Button. Ein Dedicated Jump-Button. Davon haben wir noch gar nichts gehört bisher. Ability Controls. Ich habe auch keine Abilities. Don't use Amiibo. Try again after you made some progress. Ich habe gar kein Amiibo, der kompatibel wäre. Message Window Transparency. Ich möchte gerne, dass das opak ist. Und ich hätte gerne einen Pro HUD Mode. Fix Minimap to North. Ah, das ist eine interessante Frage. Change Jump Button. Ja, wohin denn? Aim with Motion Controls? Mal gucken, wie das geht. Camera Sensitivity, normal. Examine. Na gut. Das ist eine Switch. Inventory. L. Sheikah Slate. Select. Key Items. System. Und Adventure Log. Recovered Memory Nummer 1. Ich habe noch gar nichts erinnert. Bin gerade jetzt aufgewacht. Stresst mich mal nicht so hier mit eurem Menü. Link nimmt gleich erstmal ein Fass. Oh, hoppla. So wie Donkey Kong. Well-worn trousers. These old trousers are threadbare in sports, but they're surprisingly comfortable. Na gut. Und ich krieg ein mehr Rüstung. Select. Equip. Sind wir schon nicht mehr ganz so nacky da. Sexy freier Oberkörper. Okay, ich kann Link also schieben. Alles mache ich kaputt. Oh, ich sehe schon nicht, wie viel Quatsch mit diesem Spiel machen. Steuert sich ganz schön gut mit dem Jump-Button, muss ich sagen. Ja, eher ungewöhnlich. Old Shirt! It's better than nothing. Auch hier sind die Sleeves a bit on the short side. So sieht der Recke aus. Ich frage mich, ob man auch nackt hier hätte rausgehen können. In allen Videos, die ich bisher gesehen habe, hat er immer gleich von Anfang was an. Man hätte diese Truhen auch durchaus übersehen können. Vielleicht sagt diese Platte, du darfst nur weitergehen, wenn du angezogen bist. Okay. Und jetzt wünsche ich mir doch ein bisschen, ich hätte noch nie was von dem Spiel vorher gesehen. You are light. Our light. At night.
Alrighty. Ist hier ein bisschen Licht in die Dunkelkammer. Der Nebel hat sich verzogen. Das kann man hier auch noch. Ich nehme mal ein Fass mit. Das ist besser. Falls mir da draußen irgendein böser Mops begegnet, haue ich mir das um die Ohren. Ich kann auch springen mit. Der ist aber agil. Aber ich sehe schon. Das Fass muss hier bleiben. Oh Mann. Der alte Mann hat 100 Jahre auf mich gewartet. Das ist schon wirklich ein bisschen geil, muss ich sagen. Auch wenn man es schon gesehen hat vorher auf Videos und Screenshots. Ich will das alles bereisen. Everything the light touches is ours. Aber geh nicht auf den Elefantenfriedhof. Er ist voller Hyänen. Da blinkt was. Tree Branch. 2 Angriffsstärken. Pretty common. Edit Pins. Gut, das wollte ich nicht. Das wollte ich nochmal nicht. Crouching increases stealth. Aber wie war denn hier jetzt gerade mein Inventory? Ah, da. Tree Branch, Tree Branch. Remove. Der hat schon ein bisschen weniger Blätter als der andere. Okay, ich kletter mal hier hoch. Nein, stopp. Ich will vorher noch das nehmen. Ein Pilz. Wie viel kann ich davon auch nehmen? E to restore half a heart. Das ist doch gar nicht so schlecht. Ist das wie viel... Geil, sind da wirklich die Blätter, weil ich damit einmal zugehauen habe? Das weiß ich nicht. Das war aber knapp. Wie kann ich den wieder wegstecken? So. Eine Eichel. Etwas von Nutty Seasoning. Das ist ein riesiger Berg auch noch in die Richtung. Ich dachte irgendwie, das wäre schon alles. Fuck, ey. Die Welt ist wirklich... Ganz, oh, hier ist aber jetzt schon kalt. Punkt, Punkt, Punkt. Link. Don't wander off. Alles klar, von wegen Open World, du Bastard Bitch. Ja, ich access mein Chica Slate. Das ist also die Map. Ja. Hier Map Marker gleich, ne? Du kannst alles tun, es wird dir nichts an die Hand gehalten, es gibt keine Pfeil. Zack,
Schon werde ich wieder hier reglementiert, aber ich vermute, dass das nur für das Tutorial gilt. Oh, Leute! Questmarker. Gibt's doch nicht. Gut, ich beuge mich dem. Ich werde wahrscheinlich eh nicht allzu weit kommen, bevor ich nicht mit dem alten Mann da unten gesprochen habe. Wo ist er da? From out of nowhere, you hear a woman's voice speak to you. Das ist ja wirklich weird. From out of nowhere. Wie kann das denn sein? Oh nein! Oh, ich wollte gerade Climb drücken. Es wird Zeit mal für so einen Shroom. Das ist aber irgendwie kompliziert hier. Eat. So. Ein Herz reicht erstmal. Also ein fehlendes. Außerdem sind hier schon die nächsten Shrooms. Lauter Pilze gleich nach 100 Jahren Schlaf erstmal. Deftige Pilzmahlzeit. Oh, Wolken. Verdunkeln die Sonne. Hübsch. Ein Apfel. Gekocht gibt es mehr Effekt. Man kann ihn nur aufheben, wenn man springt. Das ist das realistischste Spiel der Welt. Baked Apple. Oh. Weil das neben dem Feuer wahrscheinlich lag. Sorry. Ball. Nein, ich bin ja nicht Pong. Das ist wahrscheinlich die Zitadelle der Zeit. Ja, come on, rede mal mehr mit mir. What are you doing? Gute Tipps hast du. Nein, ich habe nichts zu tun. Mann. Torch. We'll stay lit. It's a secret. Just swing it around without purpose. Alles klar. Lock on. Oh, Woodcutter's Axe. Efficient. Ich vergesse immer, wo ich die Waffen wechseln kann. Da. Gib mir das. Oh, oh.
Oh oh. Das habe ich gut gedodged. Geparried oder was das heißt hier. In, can throw the weapon. Na, hier. Bogoblinhorn. Ich habe hier Bloodborne-mäßig alles weggerockt gleich am Anfang. Cook it alongside a critter to make an elixir. Man, das muss man sich alles merken, was man mit was kochen muss? Oh, das ist ja genau nicht mein Ding. Wie lange läuft es denn diese Kiste hier schon? 18 Minuten schon? Das war schon ein ganzes Video? Ich habe immerhin schon einen Boboclin weggemacht mit meiner fetten Axt. Ja, das sind die ersten Schritte in einem riesengroßen Abenteuer von Biber, dem Superhelden. Bin der coolste Typ, den man so finden kann. Wenn man sucht ein bisschen, auch dann immer noch. Und mit diesem Sprung in den See. Ich konnte gerade einen Fisch nehmen. Erstmal erholen. Und jetzt nochmal taken hier. Ich glaube, er hätte gerade fast einen Fisch nehmen können. Oh, schnell hier raus. Man kann ja offensichtlich nicht mehr ewig hier sein. Im Wasser, wie früher. Da ist ein Schwert. Fucking hell. Das hole ich mir noch zum Schluss. Rusty Broadsword. This once fearsome sword has seen better days. Can do some damage in the right hands, but it also breaks quickly. Na gut. Ich habe mein Schwert gefunden. Ich bin der König von Hyrule. Und wir sehen uns wieder im zweiten Video, The Legend of Zelda Breath of the Wild mit Biber. Leider ohne Pong, das ist sehr schade, das wäre natürlich wahnsinnig viel unterhaltsamer, aber dieses Spiel sollte für sich sprechen, denn es ist das bestbewertete Spiel aller Zeiten. Und die Leute, der tropft immer noch? Wie doll er tropft! Tropft ein bisschen zu viel. Bei einem anderen Spiel dauert das immer ziemlich kurz, aber hier dauert es ein bisschen lange. Naja gut, wir sehen uns im zweiten Video wieder, bis dahin eine schöne Zeit, ihr lieben Menschen.